So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge Gegnern Schaden von oben zu. Die Aufgabe hatten wir ja zwar schon mal, aber halt, ich erkläre sie euch halt trotzdem nochmal. Dafür gehen wir aber diesmal nicht in Solo-Modus, sondern in. Oder sollen wir es in Solo probieren? Ach, wir machen es einfach in Solo. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, wie ihr seht, 226 Schaden habe ich nämlich schon gemacht. Das war eben bei der Tankstellenaufgabe. Also, das war bis jetzt das Glücklichste, was ich je erlebt hatte, was das betrifft. Weil ich dachte, die Aufgabe wäre so schwer, aber es gehört auch viel Glück dazu. So, dann natürlich erstmal danke für den ganzen Support, den ihr mir gebt. Die Kommentare, die Likes und. Also, ich kann da immer wieder nur Danke sagen. Aber als Dankeschön von mir bekommt ihr auch morgen zu 99,9% die Ghoul Trooperin geschenkt, den Skin. Zumindest einer von euch. Was du dafür machen musst, natürlich gerne Abonnent sein. Würde mich natürlich unterstützen. So verpasst du auch nichts. Dann die Glocke aktivieren und die Verlosung findet halt. Immer müssen sie tanzen. So, da hat es schon einer gemacht. Danke, Rambo. Wie gesagt, gerne abonnieren, weil. Die Glocke zu aktivieren macht deshalb Sinn, weil ich halt auch Livestreams mache. Was bedeutet, da können wir auch gerne mal zusammen spielen, eventuell auch eine Aufgabe zusammen machen. Kommt halt immer drauf an, was gerade so ansteht. Was aber wichtig ist, schickt mir auf jeden Fall eine Freundesanfrage an yt-familyhack. Ist halt wirklich wichtig, weil wir halt 2 Tage befreundet sein müssen. Wir versuchen das zwar trotzdem morgen irgendwie, weil es könnte sein, dass einer gewinnt, der eben noch nicht mein Freund ist. Aber das werden wir dann entscheiden, wenn es soweit ist, wie wir dann weiter vorgehen. Ob ich dann, ich denke mal, ich warte dann einfach die 2 Tage und schenke ihm dann exklusiv das Geschenk. Aber der Skin ist natürlich dann nicht mehr möglich, leider. So. Der Schaden von oben ist eigentlich ziemlich simpel erklärt. Also ich habe meine 200 noch was Schaden halt ganz einfach von einem Haus gemacht. Einfach auf dem Haus gelandet, Dach aufgeschlagen, gelootet und dann von oben runtergeschossen. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Ihr könnt euch natürlich auch Rampen bauen. Ich sehe schon, da kommt der erste Bot, glaube ich. Weil wenn er jetzt erst landet, das wäre natürlich dann auch meine Chance. Oder ihr baut euch halt ein, zwei Rampen und schießt dann von oben runter. So, erstmal ein bisschen Blue Life holen. Bam, bam, bam. Jetzt gehen wir nämlich direkt wieder rauf aufs Dach. In der Hoffnung, dass ich hier. Hallo. Ein Gegner sehe. Warte mal, ist da eigentlich eine Wand? Ich meine, hier wäre ein Bot gelandet. Ja, wer schießt? Von wo? Och, ernsthaft. Also wenn er jetzt mich trifft zum Beispiel, dann. Warte. Komm raus. Müsste eigentlich safe passen. Ja. Der war natürlich mega lost. So, wie ihr seht, Schaden hat gezählt, Aufgabe geschafft. Ist natürlich jetzt Idealfall gewesen. Jetzt mich fragen, ist das auf dem Bot oder nicht? Bin mir noch nicht sicher, weil Bots hauen ja auch immer alles kaputt. Mann, dass das so lenken muss. Komm, wo bist du? So, ganz unten?
Ist eigentlich typisch. Jetzt sind schon zwei hier. Schmeckt. Schmeckt. Kann man mal so machen. Geduld ist eine Tugend. Dem sein Loot war natürlich auch Weltklasse. So, dann würde ich aber sagen, war es das an der Stelle mit dem Video. Genug Gameplay gesehen. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, viel Spaß mit den weiteren Aufgaben. Wie gesagt, ich werde jede Aufgabe hochladen. Vielleicht sieht man sich ja wieder. Und wenn nicht, dann ist das halt so. Aber trotzdem gerne ein Abo da lassen. Kostet dich nichts. Like auch nicht. Also in dem Sinne, haut rein.